Was ich einen Skandal finde, im Parlament diskutieren sie momentan die gleichen Argumente gegen Solarenergie wie vor 50 Jahren. Sollen wir auf allen neu gebauten Dächern Solarzellen installieren? Das diskutieren sie momentan im Parlament. Sonnenenergie vom Dach, riesige Fläche, es fällt nicht auf, voll der Burner. Du kannst auf deinem Dach zum Brunch Spiegeleier bröteln. Das ist cool. Weißt du, wann haben sie das schon mal diskutiert? Vor 50 Jahren. Der Plan sieht vor, dass man gesamtschweizerisch das in den Haushalt benötigte Warmwasser im Sommer vorwiegend durch Sonnenenergie würde zubereiten lassen. Das erfordert, dass auf jedem Haus pro Einwohner 1-2 Quadratmeter Sonnenkollektorfläche montiert werden. Schon vor 50 Jahren hat die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie, SSES, im Parlament genau so einen Vorschlag gemacht. Auf jedes Dach eine Solaranlage. Weil in den 70er Jahren, weil die Erdölländer plötzlich viel weniger Öl fördern. In der Schweiz gibt es eine riesige Energiekrise. Am Sonntag dürfen wir darum nicht Auto fahren. In den Medien reden wir von Strommangel. Der Club of Rome schreibt, dass wir unsere Energieproduktion dringend müssen verändern müssten. In puncto Energiewende hat es also in den 70er Jahren geheissen. Drum, gib allen eins aufs Dach. Es hat politisch aber keine Mehrheit gegeben für Solarzellen auf den Dächern. Wie und ob man Solarzellen auf Dächer drauf tun, das haben sie kantonal geregelt. Ein paar Jahre später dann fängt man in der Schweiz endlich an mit Solarförderung vom Bund. Man hat die Budgets aber immer nur von Jahr zu Jahr freigegeben. Das hat Investorinnen natürlich null langfristige Sicherheiten gegeben. In den Nullerjahren haben sie die Solarförderung dann plötzlich auch kantonal geregelt. In der Schweiz ist die Sonne Sache der Kantone. What? Klar, ich werde auf meinen Zuger Solarpanel sicher keine Aargauer Sonne. Obwohl, die Sonne macht die richtig braun. 1990 dann völlig überraschend eine Pionierleistung aus der Schweiz. Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen da zuerst noch die Scheissponys. Nein, keine Ponys. 1990 redet all vom Solarhaus, wo die ganze Energie komplett mit Sonnenenergie produziert wird. Mit Swimmingpool. Wir sitzen hier in 25'000 Liter warmem Wasser, 37 Grad warm, wo aus dem Hauptspeicher ist abgezapft worden. Ja, wer taucht denn da auf? Eine Firma aus der Region Burgdorf beweist, dass man die Sonnenenergie aus dem Sommer als Wärme speichern kann und so Ende Januar für draussen im Pool noch ein Wasserballett aufführen kann. Kritiker würden jetzt sagen, dass sie sehr milden Winter und nicht repräsentativ. Also bis jetzt ist der Winter eigentlich in etwa durchschnittlich. Und es ist sogar so, dass wenn wir sehr kalt hätten, viel Schnee, hätten wir auch mehr Sonne gehabt und dann wären die Speicher jetzt noch wärmer. Genau, weil es bei sehr kaltem Wetter weniger Wolken hat. Fun Fact: Eine Solaranlage in Davos produziert gleich viel Strom wie eine Solaranlage in Nairobi am Äquator. Damit wir heutzutage im Winter keinen Strommangel haben, braucht es laut ExpertInnen klar auch Solaranlagen in den Alpen. Weil dort hat es im Winter am meisten Sonne. Eine Mehrheit des Parlaments will darum bewilligen, dass in den Alpen in Naturzonen Firmen dürfen im grossen Stil Solaranlagen bauen. Hey, in der Natur, da wären so Solaranlagen doch super praktisch. Als Sonnenschutz für Schöfli. Weißt du, wie hast du im Sommer heiß mit so einem Pulli? Also, das Argument ist, dass wir mit erneuerbaren Energien unser Klima ein bisschen schonen, dafür andere Natur komplett kaputt machen. Das ist, wenn du auf dein Brot statt Butter gesunde Margarine draufstreichst, aber dann oben noch Nutella draufhaust. In der Wissenschaft ist man sich einig. Die Schweiz würde mit ihrer Energiewende zügig einen großen Schritt vorwärts kommen, wenn man jene Gebiete in den Alpen für Solaranlagen nutzen würde, in denen bereits Infrastruktur wie Skisportanlagen und Häuser bestehen. Statt in der Natur draussen. Wir können Staumauern mit Solarpanels vollmachen, Panels entlang von Passstrassen montieren, auf alpine Häuser drauf machen. Natürlich, im Winter hat es in den Alpen am meisten Sonne zum Solarstrom produzieren. Aber statt den Strom vor allem in den Alpen zu produzieren und weit zu transportieren, wie wäre es, wenn man den Strom auch dort herstellen würde, wo er verbraucht wird? Also Solarpanels direkt in der Stadt auf den Dächern installieren. Hey, wir können sie zum Beispiel auf grosse Lagerhallen draufbauen, Solaranlagen auf Lärmschutzwände von Autobahnen draufmachen, Parkplätze mit Solarzellen überdachen. Hey, da kannst du dir im Fall nicht mehr retten, wie viele Parkplätze dir die Grünen dann plötzlich in der Innenstadt würden bewilligen. Nur, im Vergleich zu den 70er Jahren geht es im Parlament aktuell nicht darum, dass wir auf allen Dächern Solarpanels draufmachen müssen, sondern es geht nur um Neubauten. Warum gibt es von der Mehrheit des Ständerats kein Ja für Solarpanels auf den Dächern? Dass wir durch diese Bestimmung die föderale Kompetenzordnung zwischen Kanton und Bund verletzen. Natürlich, man muss abwägen. Ein Eingriff in die Kompetenzen der Kantone. Ui, heikel. Ein Eingriff in die Kompetenzen der Natur. Ach, come on! Natürlich, Kompetenzen der Kantone sind sehr wichtig, weil von der Bergnatur haben wir bis jetzt halt noch keine konkrete Stellungnahme zu der Energiewende gehört.
Fun Fact: Es gibt in den Kantonen bei Neubauten keine Pflicht für Solardächer. Aber es gibt in vielen Kantonen Pflicht, dass man bei Neubauten einen Parkplatz dazu bauen muss. Die Sonne muss auch irgendwo parkieren. 1975 sagt der Bundesrat Willy Richard: Unsere Abhängigkeit vom Öl ist so gross, dass wir alles machen müssen, um etwas weniger einseitig zu werden. Bei uns ist ja der Energieminister kein Real, sondern ein Realpolitiker. Er hätte Albert Rösti vorhergesehen. Hey, der Preis für Solarzellen ist extrem oben abgekommen. Ein Solarpanel kostet 100-mal weniger als noch vor 20 Jahren. Als Volkswirtschaft würde uns der Ausstieg aus fossilen Energieträgern bis 2050 etwa 1'000 Milliarden Franken günstiger kommen. Aber eine Mehrheit vom Ständerat findet Solarpanels auf allen Dächern immer noch nicht die richtige Lösung. Was soll man da machen? Ich beruhige mich mit Wasserwallett. Wir wollen mit diesem Anlass aber auch ganz klar zeigen, dass die Menschheit das Wasser langsam immer mehr bis zum Hals steht. Wir wollen damit alle einfach auffordern, auch zu konkretem Handeln, dass man nicht nur vom Umweltschutz redet, sondern wirklich auch konkret etwas macht. Vor 30 Jahren hat er das gesagt. 1975 hat man über Solaranlagen auf jedem Dach geredet. Jetzt sind wir im 2023 und diskutieren nur über Solaranlagen auf Neubauten. Wir sind jetzt 50 Jahre später an einem Punkt, wo wir immer noch abhängig sind von fossiler Energie. Es heisst, Solarpanels müssen wir kantonal regeln und es hockt wirklich ein ehemaliger Ölbaron im Klimaministerium. Aber du hast eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Wer wählst du im Oktober? Wie kannst du herausfinden, wer in Sachen Energiewende und Umweltpolitik am besten zu deinen Vorstellungen passt? Wie unsere Zukunft soll aussehen? Schau dir mein Video an dazu. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung beim Wählen. By the way, wenn du die Recherche und den Schnitt von diesem Video gerne unterstützen willst, danke für deinen Beitrag über Twint auf 078 327 55 22 oder wird ein Patreon und es gibt noch mehr solche Videos. Danke vielmals. I thank you very much for your contribution. Und ich würde mich mega freuen, wenn du ins Theater kommst zu meiner neuen Polit-Comedy-Show. Es ist eine Show mit Parodien und Stand-Ups und wir improvisieren jeden Abend eine neue Idee für deinen Wohnort und für die Schweiz. Die neuesten Tourdaten findest du auf michaelelsener.ch. Hey, alles wird gut.